Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy XIV Heavensward. Und weiter geht es mit den gelehrten Quests. Ja, weil morgen fängt 3-2 an und ich wollte dennoch hier das noch abschließen, damit ich auch einen Healer habe und somit als Mentor für Kampfklassen. Da muss jemand halt einen Tank, einen DD und einen Healer auf 60 haben und natürlich auch die Jobquest 60 abgeschlossen haben. Ja, und mal sehen. Da haben wir jetzt nun Apotropasion. Du regenerierst beim nächsten erlangten Aklinium Status LP in der Höhe des Schadensreduktions, die dir die Aklinium-Barriere gewährt hätte. Oh, das ist auch echt gut. Das ist nicht schlecht. Ja, ihr könnt auch selber gerne mal Feedback da lassen, selber von den Gelehrten, auch selber die Fähigkeiten zu den jeweiligen Part könnt ihr da gerne auch euren Senf abgeben, wie ihr gerne möchtet. Würde mich auch mal interessieren, ja, wie, weshalb, warum ihr das halt alles so benutzt oder ab wann, was passt das so richtig und alles. Das würde mich auch mal interessieren. Für den einen oder anderen, der da auch ja, gewissermaßen ja, mehr Ahnung davon hat und so. Ja, ich spiele einfach nur das, was mir euch am angenehmsten liegt. Ansonsten finde ich auch alle soweit alle Klassen ganz cool, weil sie alle sich recht unterscheiden und alle natürlich alle ihre Pro und Kontras haben. So, die Nichtsgesandten. Magische Stadt March. Da gibt es auch diese March-Fenninge. Die man ja in Arc Void bekommt, sprich in Nichtsarche. Diese March. Sagt uns ja auch was, ne? Reich bei der Dia. Und der trainiert ja schon seine Leute da. Geschickter Marodeur. Seesoldaten. In uns steckt die Seele eines Seesoldaten. Eines Seesoldaten. So cool. Ah, die feiern sich so. Naja, passt schon. Seien sie mal. Herrlich. So, Taumaturg-Gilde. Ja, da kehren wir nach langer Zeit mal nach Uldar. Mal gucken, die Spur. So, Taumaturg-Gilde, Ding, Teleport. Da. So. Checken wir mal. Jetzt müssen wir zum Falkenhorst und mit Redwald sprechen. Dort ist er. So ein bisschen ein Hin und Her. Aber naja, mal gucken, was uns denn jetzt hier noch so erwartet. Du. So. Das ist doch jetzt die... Also 50er.
sitzt er. Na, sie. Okay. Was ist da oben? Stimmt ja, das ist aus dieser Schiff, die Nordstern. Ah, genau. Also bringt, also sprich, beim Gelehrten kommen wir dazu auch noch in Erfahrung. Ah, okay, interessant. Moment, da ganz oben. Hinter diese Feste da. So. Die Nordstern. Ja, da kommen schon Gegner. Hat das ja lappalapp. Jetzt hauen wir mal mit Braviade drauf. Bravade, bam! Und tschüss. Fracknister, wie sich das anhört. So, dann wollen wir mal wieder zurückkehren. Gehen wir mal in das gute Stück denn. So. Und dann kämen wir mal wieder zurück. Haben wir. Ah, jetzt haben wir was in der Hand. Seesoldaten. Diese Röger sind's. So, jetzt haben wir die Fähigkeit Apotropaion. Warum müssen die so einen komischen Namen haben, Mann? Attribution. Post. Attris Post.
Passion. Naja, passion. So, ja, das könnte jetzt von mir aus dort sein. Ist auch nicht so schlimm. Boah, so sieht das halt aus. Sieht schön aus. Was heißt das für ein Cooldown? 30 Sekunden. Das geht eigentlich. So, muss ein bisschen hier verteilen. Und das alles so sein. So. Und dann muss ich das halt noch ein bisschen ändern hier. Ups. Falsche Dings da gewählt. So. Okay. Ja, ich muss jetzt nochmal hier dieses Ruinra. Passt jetzt. Ja, und den nächsten Part machen wir auf jeden Fall weiter. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst gerne mal Feedback da, wie ihr selber den Gelernten fandet oder auch diese neue Fähigkeit hier oder selbst die anderen Fähigkeiten würde mich mal interessieren. Ansonsten, oh ja, und haut rein, Leute.